Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem Video, auf das ich jetzt echt schon lange hingefiebert habe und mir ganz, ganz viele Notizen im Laufe des Jahres schon gemacht habe, um dieses Video heute zu machen. Denn es ist quasi mein Rückblick auf das letzte Schuljahr. Es war ja mein erstes Jahr als Vollzeitlehrerin, als volle Lehrerin, fertig ausgebildet, keine Referendarin mehr. Und ja, es war sehr intensiv, das kann man schon mal vorneweg sagen. Ich möchte euch in diesem Video eigentlich von drei großen Sachen erzählen, nämlich zum einen, was mir schwer fiel, was mich glücklich gemacht hat und mir Freude bereitet hat und was ich daraus gelernt habe. Man muss ja auch irgendwas daraus lernen, ne? Sonst wird das ja alles keinen Sinn machen. Und ja, also erstmal vorweg, ich fand dieses erste Jahr zum Teil sehr, sehr anstrengend. Es war auch sehr, sehr schön. Aber es war so viel anstrengender als das Referendariat. Also wer auch immer euch Angst macht vorm Ref, habt Angst vor der Zeit danach, wenn ihr vor irgendwas schon Angst haben müsst. Nee, also wie alles, es geht rum, man gewöhnt sich dran, man findet sich ein. Aber für mich kamen einfach so viele Sachen zusammen. Also ich war an einer Schule im Referendariat, die sehr, wie soll ich sagen, sie hat die Referendare unterstützt. Das war nicht Referendar gegen den Rest der Welt, sondern wir wurden immer von der Schule, von den Mentoren, von den Lehrern so sehr unterstützt, dass das Ref für mich sehr einfach war, sehr simpel. Ich habe so viel Freizeit gehabt, wie gefühlt noch nie vorher in meinem Leben. Also in meiner ganzen Uni-Zeit hatte ich nicht so viel Freizeit wie im Ref. Was einfach daran lag, dass so blöde Schikaneaufgaben die Referendare öfters mal kriegen, so einfach aus Prinzip arbeite jede Unterrichtsstunde auf 10 Seiten ausgefülltermaßen, jetzt mal übertrieben gesagt, darauf hat man bei uns einfach verzichtet und eben immer nur das so gemacht, dass es mir wirklich weitergeholfen hat. Ich könnte jetzt ewig drüber reden, wie toll meine Refschule war und wie sehr sie mich geprägt hat und eigentlich gut vorbereitet hat auf den Lehrerberuf. Aber der Schock war natürlich gigantisch, als ich dann nach den Ferien nicht nur 27 Stunden hatte, sondern auch noch den Wechsel vom Gymnasium zur Gemeinschaftsschule vollziehen musste. Und es ist so, dass an den Gemeinschaftsschulen, dadurch, dass da im Moment so ein Mangel an Lehrern herrscht, sehr spät überhaupt klar ist, wie sieht das Kollegium nächstes Jahr aus. Also wir sind jetzt gerade in Ferienwoche 3. Und ich weiß noch gar nichts zum nächsten Schuljahr. Also ich weiß, welche Klassenleitung ich habe, aber sonst weiß ich nichts. Und das war letztes Jahr, war das natürlich genauso. Das heißt, wer mich da schon verfolgt hat, der weiß, dass ich bis zur letzten Ferienwoche nicht wusste, was ich mache. Und dann erfahren habe, dass ich 4 fachfremde Fächer hatte. Also es war ein Schock sondergleichen. Ich war völlig überfordert. Ja, das mal vorweg. Deswegen war es einfach extrem schwierig am Anfang. Es wurde aber besser. Jetzt lang genug vorneweg gelabert. Wir starten mit den Sachen, die mir wirklich schwer fielen. Und als allerersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, diese Trennung von Schule und Arbeit. Ich habe das vorher sehr leicht hinbekommen, dadurch, dass ich meinen Mann immer nur am Wochenende gesehen habe, war das Wochenende war immer schulfreie Zeit. Komplett. Ich habe nichts für die Schule gemacht und dadurch hatte ich eine super Trennung. Unter der Woche war Arbeit, am Wochenende war Freizeit. Und mich selbst hat das gar nicht so gestört, wenn ich dann abends um 10 nochmal eine Idee hatte und irgendwas angefangen habe umzusetzen oder ich mir bis abends um 8 Gedanken gemacht habe über eine Sache, die in der Schule passiert ist. Jetzt teile ich aber einen Alltag mit meinem Mann und da habe ich einfach gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich irgendwann abschalte, dass ich nicht nach Hause komme und noch bis abends spät hier rumwusel zum Thema Schule irgendwas mache. Oder dass ich über nichts anderes mehr sprechen kann als Schule, weil es mich so beschäftigt. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, ich muss mit gewissen Dingen abschließen. Und das fiel mir so wahnsinnig schwer, die Schule sein zu lassen und irgendwann zu sagen, und jetzt ist Feierabend und jetzt ist meine wohlverdiente Freizeit. Ich habe das immer noch durchgezogen, weil ich am Wochenende nichts für die Schule gemacht habe. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Findet irgendein System, sei es, dass ihr einen Tag schulfrei habt oder immer das Wochenende oder immer ab 18 Uhr. Irgendein Feierabend braucht ihr. Ja, und das, also mir fiel es vor allem vom Kopf her schwer. Weniger die Arbeitsbelastung, sondern vom Kopf her zu sagen, dass ich all meine Probleme aus der Schule jetzt auch in der Schule lasse und nicht mit nach Hause nehme. Was mir auch sehr schwer fiel, gerade weil ich als Klassenleitung ja Frischling war, also ist meine erste Klassenleitung dieses Jahr gewesen, und ich habe den Überblick so dermaßen verloren zu manchen Zeiten, was Zettel angeht, was so Termine angeht, was muss bis wann, wie, wo gemacht sein. Ich habe immer alles pünktlich erledigt bekommen, es ist nie was schief gegangen, toi toi toi. Aber ich habe manchmal einfach das Gefühl gehabt, so überfordert zu sein, weil mitten aus dem Nichts dann sowas kam wie, hey, bis nächste Woche muss doch das und das fertig sein. Und ich stand da, oh nein, Mist, ich hatte keine Ahnung davon.
Ja, und das hat dann immer für Panik und für Chaos gesorgt und vor allem für Stress. Und deswegen habe ich mir jetzt dieses Jahr auch ein extra Büchlein zugelegt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, Ich habe von TimeTech so ein tolles Klassenführungsheftchen quasi mir zugelegt, was nur dafür da ist, dass ich darin abhaken kann, wer hat mir das Geld bezahlt, wer hat mir einen Zettel gegeben und so weiter. Und dass ich da ein bisschen mehr die Übersicht in meiner eigenen Klasse behalte. Auch beim Thema Überblick habe ich gemerkt, Unterschriften kontrollieren von Klassenarbeiten, absolutes Chaos. Also ich habe da gar keinen Überblick mehr gehabt, wer mir wie was gezeigt hat. Und irgendwann mitten im Jahr habe ich gesagt, so und jetzt auf Null, ich will alles nochmal sehen. Und habe dann alles in einer Datei im Laptop, habe ich mir dann jeweils vermerkt, ob ich das gesehen habe oder nicht. Und da habe dann auch die Regel aufgestellt, mir wird nichts mehr gezeigt, ohne dass mein Laptop offen dasteht, weil ich sonst einfach vergesse. Weil dann sagt jemand, ja, aber ich habe Ihnen das doch in Geo gezeigt oder ich habe Ihnen das doch auf dem Gang gezeigt. Ja, da habe ich keinen Überblick drüber. Und was mir auch sehr, sehr schwer fiel am Anfang, für mich selbst einzustehen und auch von mir selbst überzeugt zu sein. Das klingt jetzt erstmal total arrogant und warum sollte man so denken, aber man kommt aus dem Referendariat raus und ist es jetzt einfach gewohnt, dass anderthalb Jahre lang alle anderen klüger waren als man selbst quasi und einem gesagt haben, wie Dinge zu laufen haben. Und das, also ich habe mich auch einfach sehr an anderen, ja, was heißt orientiert, aber ich habe sehr viel auf die Meinung von anderen gegeben, weil ich mir eben dachte, das sind erfahrene Kollegen, wenn die mir sagen, hey, so und so macht man das eigentlich, dann ist das schon was ich mir erstmal zu Herzen nehme, drüber nachdenke und dann für mich entscheide, ist das mein Weg oder gehe ich den anderen Weg? Und mit dieser Einstellung vom Kopf her bin ich jetzt auch an die neue Schule gegangen und natürlich bin ich im ersten Jahr und ich bin ein Frischling und ich kann ganz viel lernen von anderen. Das heißt aber nicht, dass meine Meinung, meine Ausbildung, mein Wissen nichts wert ist. Ich bin genauso ausgebildet wie alle anderen, mir fehlt einfach nur noch die Erfahrung. Und da muss man auch manchmal einfach für sich einstehen und sagen, nee, das Argument, ich bin gerade im ersten Jahr und ich habe jetzt keine Ahnung von diesem Thema, das zieht nicht. Also ich kann genauso eine Meinung dazu haben, ich kann genauso fachlich dazu was beisteuern oder pädagogisch. Da ist die Erfahrung auch ein Punkt, der man damit drinsteckt, aber es muss nicht. Ich kann euch nur ermutigen, steht für euch selbst ein, seid selbstbewusst, ihr habt diese Ausbildung absolviert, ihr seid vom Gehalt her, vom Rang her, seid ihr mit allen anderen auf einer Stufe in den meisten Fällen. Und da muss man sich nicht verstecken. Also das fiel mir am Anfang sehr schwer, dass ich immer noch vom Kopf her war, ich immer noch der kleine Refi, der nichts zu sagen hatte. Es gab aber natürlich auch ganz viele Sachen, die mich super, super glücklich gemacht haben in diesem Jahr, die mir sehr viel Freude bereitet haben und es fiel mir echt schwer, das so ein bisschen zusammen zu einzugrenzen, dass hier nicht eine ganze riesenlange Palette kommt. Was mich sehr überrascht hat, dass das fachfremde Unterrichten mir zum Teil sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich glaube, ich werde nie eine begeisterte EWG-Lehrerin, EWG, Erdkunde, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, ist ein auslaufendes Realschulfach, also werde ich in diesem Leben auch nicht mehr sein müssen. Ich glaube auch nie, dass ich mit dem tiefen Wissen, was Geschichtslehrer haben, Geschichtsunterricht machen kann. Ich fand es aber unfassbar interessant. Ich habe so viel gelernt, worüber sich auch alle total kaputt lachen. Ich wohne auf der Schwäbischen Alb und habe im Geo-Unterricht 6. Klasse das Thema Schwäbische Alb gemacht. Habe alles Mögliche darüber gelernt und jedes Mal, wenn wir Besuch haben, erzähle ich begeistert von den Karsterscheinungen und dem Kalk und was weiß ich. Und es war hier ein Jurameer und ich fühle mich so wissend, ne? Nur weil ich eine Einheit zur Schwäbischen Alb gemacht habe. Also ich fühle mich da selber einfach so voll mit Wissen gepumpt von diesem fachfremden Unterricht. Und meine absolute Begeisterung hat Französisch geweckt, also mir bricht es echt das Herz, dass ich höchstwahrscheinlich nächstes Jahr kein Französisch machen kann. Ich hätte es so, so, so gerne gemacht, ich habe es mir auch unbedingt gewünscht, aber wenn natürlich eine qualifizierte Französischlehrerin da ist, dann klar, dann rutsche ich als Fachfremde hinten runter, ist ja auch voll okay und völlig richtig. Aber da habe ich so eine Freude dran gehabt. Es ist eben auch einfach eine weitere Fremdsprache und ich habe ein Ding für Fremdsprachen. Ich liebe das. Also ja, fachfremder Unterricht war überraschend positiv. Mein Highlight jede Woche waren die Rallye-Grundschüler. Und an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an alle Grundschullehrer. Wahnsinn, wie ihr das schafft.
Eine Kollegin hat gerade letztens zu mir gesagt, als es darum ging, Grundschule und Sekundarstufe zu vergleichen, dass die Sekundarstufe zwar in der Vorbereitung sehr viel mehr Arbeit ist, aber dann im Unterricht kann man auch mal abschalten und wenn die Schüler beschäftigt sind, sind sie meist beschäftigt. In der Grundschule ist zwar die Vorbereitung nicht so groß, aber dafür ist man 45 Minuten nonstop gefordert. Und so ging es mir auch. Ich habe nur 7 Schüler. 7. Das ist halt echt nicht viel. Und trotzdem haben die rund um die Uhr meine Aufmerksamkeit gebraucht. Und sie sind ganz viel so in dieser Phase von schau mal, was ich gemacht habe und wollen ganz viel zeigen. Aber sie sind auch noch sehr unschuldig. Und gerade in Rallye, da sind so tolle Gedanken bei rumgekommen. Also die haben noch eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und Rallye-Grundschule war mein absolutes Highlight. Ich hoffe, dass ich diese 3. Klasse jetzt auch in die 4. Klasse führen darf. Das wäre so, so schön. Und ich muss aber auch sagen, 2 Stunden reichen dann auch. Also ich würde noch eine weitere Rallye-Gruppe nehmen, nochmal 2 Stunden die Woche, das wäre okay, aber mehr nicht. Also mehr Grundschule brauche ich dann wirklich nicht. Der 3. Punkt, der mir sehr viel Freude bereitet hat, ist insgesamt das System Gemeinschaftsschule. Ich bin da ja doch sehr blauäugig reingegangen. Also ich erinnere mich noch, dass ich in meiner mündlichen Prüfung am Ende des Refs in Pädagogik habe ich das Konzept offener Unterricht vorgestellt, was ja im Prinzip etwas ist, ja, das ist ganz viel Freiarbeit einfach, in Form von Wochenplänen oder in Form von einem eigenen Projekt, was die Schüler selbstständig erarbeiten. Also hat ganz viele Facetten. Und ich habe das so begeistert wohl vorgetragen und war so überzeugt davon, dass irgendwann die Beisitzerin bei der Prüfung mich angeguckt hat und gesagt hat, ja, dann gehen Sie doch an eine Gemeinschaftsschule, wenn Sie so überzeugt davon sind. Und ich habe sie einfach nur angeguckt und gesagt, ja, ich habe eine feste Stelle dort. Ich gehe genau dorthin. War eine ganz witzige Situation. Aber da habe ich mir damals schon gedacht, okay, ich brenne wirklich dafür. Ich finde das Konzept super. Als ich dann vor Ort war, habe ich nochmal gemerkt, da ist so viel mehr drin, als ich vorher gedacht hätte. Also die ganzen Lernpakete und die verschiedenen Niveaus, das hatte ich alles gar nicht so genau auf dem Schirm, wie das in der Praxis funktioniert. Was auch am Anfang sehr hart war und anstrengend war, da reinzukommen, ist, stellt euch vor, ihr müsst etwas auf einer Schulform unterrichten, die ihr so überhaupt nicht kennt. Also man stellt sich das da so vor, Gymnasium gut, da war ich jetzt selbst, das kenne ich. Realschule ist einfach ein bisschen mehr runtergebrochen, Hauptschule nochmal mehr runtergebrochen und noch der praktische Anteil steigt quasi von Schulform zu Schulform. Aber dann hat man Gemeinschaftsschule und hat alles und muss allen gerecht werden und es super komplex, aber ich bin von dem System wirklich überzeugt. Ich glaube, es ist ein System, was noch in den Anfängen steckt. Ich meine, die ersten Gemeinschaftsschulen gibt es jetzt 6 Jahre, glaube ich, in Baden-Württemberg. Und wir müssen da unbedingt auch von anderen Bundesländern uns Sachen abgucken. Ich glaube, da ist noch ganz viel Bedarf an Fortbildung und vor allem auch an, ja, wie soll ich das sagen, dass die Gemeinschaftsschulen ein bisschen mehr, ein bisschen ähnlicher aufgebaut sind. Ich habe auf Fortbildung gemerkt, jede Gemeinschaftsschule kocht so ihr eigenes Süppchen gerade. Natürlich innerhalb der festgelegten Rahmen, aber da muss ein bisschen mehr, Gleichheit klingt jetzt blöd, aber da muss einfach ein bisschen System dahinter stecken und ein bisschen mehr ähnliche Strukturen. Aber ich finde an sich, die Kinder werden dort abgeholt, wo sie stehen. Und bei uns gibt es keine Versager in der Klasse, die halt eben die Loser sind, die immer die schlechtesten Noten haben. Nein, da gibt es eben Leute, die sind auf dem Weg zum Hauptschulabschluss. Es gibt Leute, die sind auf dem Weg zum Realschulabschluss. Und manche, wo man weiß, die werden auf dem Gymnasium ihr Glück finden. Und das ist alles völlig in Ordnung. Jeder hat auch so seine eigenen Grenzen des Gutseins. Also wo ein Gymnasialschüler vielleicht sagt, hey, ich möchte alle Aufgaben bearbeiten und dann volle Punktzahl kriegen, dann bin ich glücklich. Sagt vielleicht jemand, der eher auf G-Niveau arbeitet, ey, ich bin schon mal glücklich, wenn ich dieses Thema verstanden habe und die Basic-Aufgaben richtig löse. Und das ist auch voll in Ordnung. Und so hat jeder einfach seine eigenen Ziele und ich finde das sehr bereichernd, mit so einer Vielzahl an Schülern zu arbeiten, die so unterschiedlich sind. Also die Schüler sind natürlich auch ein absolutes Highlight dieses Jahr gewesen. Die Schwaben sind unfassbar herzlich, unfassbar lustig. Ich habe so viel gelacht in diesem Jahr. Es ist eine ganz andere Atmosphäre als auf dem Gymnasium, habe ich jetzt den Eindruck. Es ist sehr viel inniger, sehr viel, ja, wir sind einfach auf dem Land. Und das ist eine super schöne Sache, finde ich persönlich. Und ich habe das Gefühl, ich habe meine Schüler sehr gut kennengelernt in diesem Jahr und ja, habe sehr viel Freude mit ihnen gehabt. Das war echt schön. Jetzt sind wir auch schon beim 3. Abschnitt, was ich gelernt habe. Und es ist, glaube ich, schon ganz viel angeklungen an Dingen, die ich so gelernt habe. Und eine Sache, die ich einfach für mich lernen musste, ist lockerer werden. Nicht gegenüber den Schülern, ich glaube, da bin ich eher zu locker, sondern mir selbst gegenüber. Also ich habe mich selbst
unfassbar unter Druck gesetzt. Ich wollte einen gewissen Standard an Unterricht haben. Ich wollte das und das und das alles erreichen. Ich hatte immer im Hinterkopf, ich werde dieses Jahr noch beurteilt vom Schulleiter und habe mich da sehr unter Druck gesetzt. Und ja, insgesamt wollte ich eigentlich immer perfekt sein. Und ich habe dann Perfektionismus an den Tag gelegt, der nicht mehr gesund war, der auch keinen Platz für Entwicklung gelassen hat. Und irgendwann so um Weihnachten herum habe ich gemerkt, es geht gar nicht. Also als mein Mann vorgeschlagen hat, du, wie wäre es denn, wenn du Stunden reduzierst? Ich habe das Gefühl, du bist total am Limit. Wo ich dann gemerkt habe, krass, ja, ich bin immer diejenige, wo alle gesagt haben, die Mareike, die kann Stress ab ohne Ende. Also ich bin wirklich diejenige, die 4 Stunden schläft und dann den ganzen Tag durchpowert und das über Wochen hinweg und mir geht's gut. Und mir wird jetzt gesagt, ich wäre am Limit. Und da habe ich aber selbst mal reflektiert und auch gemerkt, ja, ich war am Limit, einfach weil ich mich selbst so gestresst habe. Und sobald ich da einfach mal ein bisschen den Druck rausgenommen habe und gesagt habe, hey, es ist okay, dass ich ein Thema nicht komplett fertig bekommen habe in diesem Schuljahr und es ist auch in Ordnung, dass nicht alle in der Klasse jetzt dieses Thema 100% verstanden haben und dass ich nicht 5 wunderschöne Arbeitsblätter dazu gemacht habe, dass ich in der einen Klasse wirklich über 3-4 Wochen hinweg Unterricht nur nach Buch und mit den Arbeitsblättern gemacht habe, weil einfach so viele andere Sachen los waren. Das ist in Ordnung, davon geht die Welt nicht unter. Es war trotzdem vernünftiger Unterricht. Ich habe immer noch meine Lehrerpersönlichkeit, die den Unterricht hauptsächlich gestaltet und das Material definiert mich nicht. Und ich werde nicht daran gemessen, wie wunderschön ich jetzt gebastelt habe oder wie viel Arbeit ich vorher in jedes Arbeitsblatt gesteckt habe. Das ist nicht das, woran ich gemessen werde. Und sobald ich mir das einfach auch mal selbst eingestanden habe, so es ist okay, nicht 100% jede Woche, in jede Stunde zu stecken, weil das passt nicht, das geht einfach nicht, dann läuft das auch. Dann wird es wesentlich entspannter, auch für mich selbst einfach. Also das habe ich mir auch fürs nächste Jahr wirklich fest vorgenommen. Ich darf mich nicht vergleichen mit anderen. Instagram ist ja manchmal eine ganz gefährliche Welt, aber das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenthema für sich. Dass man einfach wirklich sich bewusst ist, okay, was kann ich und was kann ich gerade mit meinem Alltag, wo liegen meine Prioritäten? Ich zum Beispiel habe eine ganz hohe Priorität, dass ich viel nach draußen komme, dass ich mich viel bewege. Ich fahre jetzt auch mit dem Fahrrad zur Schule. Das sind auch nochmal 40 Minuten zusätzlich am Tag, die ich dadurch quasi verschwende, könnte man sagen. Für mich ist es mittlerweile einfach wichtiger, als die Zeit zum Vorbereiten zu nutzen, sondern mir ist es wichtig, dass ich rauskomme, dass ich für mich selbst sorge. Zu meiner Gesundheit gehört auch, dass ich ins Kino gehe, dass ich mit Freunden was mache und dass ich abends ab 18 Uhr nichts mehr für die Schule tue. Nur so bleibe ich gesund und mir hat das gerade letztens jemand von euch unter das Video geschrieben, hat gesagt, Mensch, du machst dir so viel Arbeit und das ist auch super cool, aber pass auf, dass du dich nicht komplett aufrauchst, weil das bringt auch keinem was. Und genauso ist es auch. Also es bringt nichts, wenn ich phänomenal geilen Unterricht mache, aber dafür in 5 Jahren Burnout habe und nichts mehr kann. Und deswegen muss ich einfach mal ein bisschen die Erwartungen an mich selber runterschrauben. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich ein System brauche, um meine Gedanken zum Thema Schule ein bisschen zu kontrollieren. Also ich bin jemand, vielleicht kennt ihr das, liegt man abends noch wach und denkt 1000 Mal über eine und die gleiche Sache nach, die heute passiert ist, kann nicht einschlafen und ist am nächsten Tag total gerädert und denkt immer noch über die Sache nach. Und so jemand war ich auch am Anfang des Schuljahres. Jedes Schülerproblem habe ich mit nach Hause genommen, auch Dinge, die mich betroffen haben. Jeder Konflikt, jede Sache, die nicht funktioniert hat in der Schule, habe ich mit heimgenommen. Und das habe ich für mich jetzt einfach beschlossen, wenn ich von der Schule nach Hause fahre, gehe ich im Kopf durch, was waren Dinge, die mich heute beschäftigt haben, die immer noch in mir rumoren. Und dann habe ich über diese Dinge kurz nachgedacht und immer nach dem gleichen Schema, was genau stört mich, kann ich was dran ändern, ändert es jetzt was, wenn ich mir noch die ganze Zeit Gedanken mache? Und wenn es hieß nein, dann habe ich das auch gelassen. Wenn ich was daran ändern konnte, wenn es zum Beispiel damit getan war, dass ich noch eine E-Mail schreibe oder sowas, dann habe ich das auch erledigt und dann war das Thema abgehakt. Und ich habe mich wirklich gezwungen, mich im Zweifelsfall abzulenken oder wenn es wirklich mal ganz schlimm war, dass ich dann eben auch zu meinem Mann sage, hey, ich muss da jetzt gerade mal drüber reden, habe mich kurz mit ihm ausgetauscht, das hat dann meist auch schon geholfen, seine Sichtweise nochmal zu hören und dann war das Thema abgehakt, fertig. Und so habe ich einfach für mich gelernt, dass die Schulgedanken weitestgehend in der Schule bleiben und mich nicht mit nach Hause oder mich nach Hause verfolgen quasi.
Was ich dieses Jahr auch gelernt habe, was ich aber noch umsetzen muss quasi, ist meine Noten, wie soll ich das nennen, meine Notenaufbewahrung, meine Noten, ja, dort, wo ich all meine Noten lasse. Ne? Also ich habe jetzt ein Word-Dokument gehabt, das war irgendwie, war ich nicht so glücklich mit, weil ich mich jetzt zu Tode rechnen musste. Ich brauche eigentlich eine gute Excel-Datei. Die habe ich aber noch nicht so hundertprozentig für mich gefunden. Ich habe eine, aber da muss ich noch ein bisschen drin rumspielen. Ich habe für mündliche Noten habe ich 3 verschiedene Systeme im Laufe des Schuljahres durchprobiert. Ich glaube, dass ich jetzt weiß, wie ich im nächsten Jahr weitermache. Ich sag's mal so, das ist noch Work in Progress. Also ich habe schon ganz viel gelernt in diesem Jahr, wie ich es nicht machen möchte. Mal schauen, wie ich es nächstes Jahr dann anstelle, was ich da so veranstalte. Aber das war echt was. Oh, es war so ein Chaos, weil einfach im Referendariat waren so wenig Klassen und ich hatte eine ganz tolle Notentabelle. Und jetzt habe ich eine Wespe hier drin. Juhu. Ja, und da habe ich jetzt dieses Jahr einfach ganz, ganz viel lernen müssen, dass es mit so vielen Klassen, wie ich es jetzt hatte, das funktioniert einfach nicht mehr so, wie ich es vorher gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es im nächsten Jahr läuft. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nicht sonderlich inhaltreich für euch war. Also es war jetzt nicht, dass ich euch irgendwas phänomenal Neues gezeigt oder davon erzählt habe, sondern es war einfach nur so mein Bericht von diesem Jahr. Ich möchte auch noch ein Video machen zu meinen Vorsätzen, die ich fürs nächste Jahr habe. Da habe ich nämlich auch einige, aber ich glaube, das kommt nochmal später. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr noch Ferien, vielleicht habt ihr auch schon wieder gestartet, sei es mit Uni, Schule, was auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.